herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality. Hier in unserem Miet-Tatra, den wir so schnell wie möglich eigentlich noch kaufen müssen. Und dazu fahren wir jetzt mal das Holz ab von der Stadt. Und vielleicht schauen wir auch gleich nochmal bei unseren Feldern vorbei. Weil da haben wir schon länger nicht mehr reingeschaut. Mal gucken, was der Landhandel, das Lohnunternehmen, da gemacht hat. Hallo? Hallo, hier ist der Norman. Ha, perfekt. Von Ihnen habe ich gerade gesprochen. Das passt ja denn. Ja. Ich wollte einmal sagen, die Düngung ist leider fehlgeschlagen. Was heißt das? Das Feld ist jetzt schon erntereif. Ich hatte gerade sowas schon im Blickwinkel gehabt. Okay. Ich komme gleich mal rüber. Okay, dann verwählen wir das denn. Ja. Yep. 47, 7, 48. 48, 4. So ein Stift hier. 48, 48, 4. Ah, jetzt hat er die Düngung vergeigt, ey. Habe ich denn hier zu eng eingefahren, ey? Komm an. So. Incoming message. Candy Shop. Ja, hallo. Ah, Volker, magst du meinen Klingelton? Was ist mein Klingelton, Junge? ja. Jo, was los? Ich wollte fragen, wo du bist. Warum gehen meine Scheibenwischer gerade an? Es regnet. Scheiße. Ich bin gerade... Unterstellen. Ich bin gerade bei meinen Feldern. Der Landhandel hat da einen Bockmist gebaut. Der hat es nicht fertig gebracht, die zu düngen. Jep. Jetzt regnet's. Das heißt, ernten können sie auch nicht. Nein, es wird nett. Wenigstens einen Pflanzenschutz haben sie hingebracht. So, warte mal. Das eine ist erntereif und das andere. Andere auch. Okay. Ja, gut. Gut, dann rufe ich die nochmal an. Ich fahre jetzt wieder zu dir. Bin gleich da. Jo. Du kannst ja die restlichen Bäume noch fällen. Ja, mache ich. Gut, bis dann. Ist halt schade, dadurch geht uns ein bisschen Gewinn flöten. Weil durch die durchs Düngen hätten wir natürlich mehr Geld gekriegt. Mehr Ertrag gehabt. Naja. So, Drohne mal wieder einsetzen hier. Das ist ein bisschen schade, dass der Tatra hier kein Arbeitslicht hat.
was willst du machen? Man kann nicht alles haben. Ich sehe halt nichts hier, ey. Ist so dunkel. Yay! Ich hab gewonnen. Ich hab's Auto gewonnen. Ja, mei. Ist ja großartig. Alter, das gibt's ja nicht. So, ich weiß nur nicht, wann ich den Gewinn abholen kann. Ich sehe ja nichts. Ich sehe nicht, wo die Bäume stehen. Ich sehe rein gar nichts. Ich gehe mal gerade den Jürgen suchen. Jürgen! Hinten funkelt was. Der arbeitet auch noch, der arme Bursch. Er sitzt wenigstens im Trecker gerade. Jürgen! Ja? Siehst du überhaupt noch was? Ah, nicht wirklich. Ich sehe gar nichts mehr. Ich kann mit dem Tatran nicht mehr fahren. Nicht? Nee, ich sehe nichts. Oh, der Baum liegt aber... Naja, warte, ich hol den gerade mal runter. Und der will nicht. Warte. Aber doch nicht so kurz, Jung. Wie soll ich denn das kleine Stückchen verkaufen? Warte, komm ich. Ja, genau. Entaste mal und dann sägst du weiter oben ab. Aber von oben her absägen, gell? Nicht von unten. Nicht so wie Donald Duck. Oder wie die hießen früher. Oh, da stehen aber noch ganz schön viele Bäume, die hier weg müssen. Ne? Pass auf, Jung. Kann ich kommen. Guck mal, wie der jetzt im Boden steckt. Was hast du denn da gemacht? Warte, die kannst du so nehmen. Ey, das ist ein Tannenbaum. Es war ein Tannenbaum. Sieht ja nichts hier. Morgen gibt's schön Wetter, gell? Ja? Ja, ja. Wenn die Affen steigen, gibt's schön Wetter. Also. Soldatenhäuschen. Ist ein Sprichwort. Ja, merke ich mir. Okay, aber mir wird's irgendwie zu nass hier. Mir auch. Wir müssten mal gucken, oder besser. Auf jeden Fall ist es auch zu dunkel. Mal schlafen. Oh, kannst du mal gerade mit dem Harry klären, ob der. Ja, ich rufe ihn mal an. Jo. Den schon gesägt? Naja, anscheinend nicht. Weil so können wir hier nicht arbeiten, ist viel zu dunkel. Siehst du, die Hand vor Augen kaum. Und was sagt er? Jo, der geht jetzt pennen. Fährt okay. Schnell nach Haus. Jo, ich renn mal kurz rüber zu mir, vielleicht reicht's ja. Ich penne im Traktor. Oh, der Knoll kommt. Knöllchen, der bringt dir dein Auto vorbei bestimmt. Nee, der hat hinten einen Teleskoplader drauf. Ah, dann ist das mein Fan 50. Den 50.
Ja, hey, Isen. Ach, Knoll. Merci. Da, dein Fan. Hallo, Herr Knoll. Hallo. Passt. Ciao. Jo, ciao, Knoll. Herr Knoll. Ja? Wie schaut's denn aus mit dem Auto? Krieg ich das geliefert oder muss ich das irgendwo abholen? Wie Sie wollen, entweder Sie holen es von der Messe ab oder ich bring's Ihnen. Aber wenn Sie es mir zu Hause hinstellen könnten, wäre perfekt. Passt. Aber muss ich das dann nochmal, also wird es dann auch meins? Sie verstehen, wie ja, ich meine? Ja, wird dann für Sie mit, ja, wird überschrieben. Okay, gut, passt. Dann danke. Ciao. 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 Muss der arme Junge nach Hause laufen. So, Jürgen, ich geh mal wieder rüber. Ich guck mal, ob ich jetzt aufladen kann. Da läuft er in der... So, jetzt sehe ich hoffentlich ein bisschen mehr heute Morgen. Der hier? Fehlt hier noch ein Baum? Naja, wir holen jetzt mal ein bisschen die Stämmchen ab hier. Dann sehen wir auch ein bisschen mehr, wo noch was fehlt. Oder welche wir, beziehungsweise welche wir noch aufladen müssen. Und dann ist besser. Aber ich sehe schon mal viel mehr wie zuvor. Hallo? Volker? Jo. Du, ich muss dir aber sagen, wenn das Teil oben ist, ne, dann sägt der irgendwie besser. Ist das normal? Warte mal, ich habe hier gerade ein paar Probleme. Das ist normal, ja. Hä? Okay. Alles gut? Theoretisch schon, praktisch nicht. Was ist denn? Der Anhänger macht gerade Zicken. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Okay. Nächster Versuch. So, okay. Wenn die Säge oben ist, meinst du, sägt er besser? Ja. Ja, das kann schon sein. Weil der hat natürlich, je tiefer er sitzt, oder die Säge sitzt, desto dicker ist er der Stamm. Weißt du? Okay. Da braucht er natürlich ein bisschen mehr Power. Ja, weil der sitzt dann, ich glaube, habe auch irgendwie das Gefühl, dass der auf dem Boden dann aufschraubt, je nachdem. Ja, eben. Alter. Aber ist schon cool, ne? Weil da habe ich irgendwie Probleme hier mit dem Anhänger. Was hast du denn? Weiß nicht, ich verliere die ganze Zeit mein Holz. Ja, hier steht schon wieder so ein Baum, scheiße. Und schnell weg, schnell weg, schnell weg. Na. Pass auf, dass du nicht hinübergehst. Ich glaube, ich muss mal einen Keil reinschneiden. Jetzt aber. Ah, der fällt in meine Richtung. Oh, Glück gehabt. Boah, Alter, Vater. Ich bin, hey, komm mal rüber gucken, ey. Ich kann ausmessen, ey. Ich komm grad. Er ist nicht gut neben den Wald dran. Was ist das hier? Steier, ne? Hast du meinen LKW-Traktor kaputt gemacht, oder was? Nee, oder was? Ist genau daneben. Perfekt, ist dir gefallen. Na, das will ich aber auch hoffen. Guck mal rüber, ey. Ja, Moment, ich... Hallo, fahr du mal hier mit dem Tatra durch die Bäume, ey.
Es ist verrückter wie das Labyrinth. Den Job habe ich mir auch einfacher vorgestellt. Ja? Ja, schon ein bisschen. Ich sag mal, der Baum will mich auch verarschen, oder? Das ist genau wieder das gleiche wie gerade eben so. Häng das Seil jetzt dran. Der Baum. Hast du die Seilwinde geholt? Nee, falls ich runterfall. Ach so. Hab jetzt so ein Seil aufgebaut, weißt du? Hab ich mich jetzt dran gehangen. So, Gott. Hast du schon gefrühstückt? Ich? Gefrühstückt? Nee. Ich hab Hunger, hallo. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Ah, perfekt. Der Seilzug hat geklappt, ey. Sollten wir uns ein paar Brötchen liefern lassen? Oh ja, das können wir machen. Gut. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Schaut bei dem Jürgen Racex, Dark Racex YouTube mal rein. Und meine beim Varuna LP. Und auf jeden Fall morgen 16 Uhr auch wieder reingucken. Bei der nächsten Folge Real Farming LS19 meets Reality. Haut rein, macht's gut. Ciao. Ciao.